Herr Ulf Korte, im Koran heißt es über den Umgang mit Frauen, ich zitiere, ermahnet diejenigen, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, und entfernt euch von ihnen in den Schlafgemächern und schlagt sie. Ist der Islam eine gewalttätige und frauenfeindliche Religion? Der Islam ist ganz bestimmt nicht so friedlich, wie es derzeit überall dargestellt wird. Es gibt eine Reihe von Koranversen, die man hinzuziehen kann, mit denen man Gewalt rechtfertigen kann. Und ich wäre da sehr vorsichtig zu sagen, Islam ist generell eine friedliche Religion. Übrigens wird immer gesagt, Islam bedeutet Friede, das wird uns suggeriert. Islam in der Übersetzung aus dem Arabischen, Islam bedeutet Unterwerfung oder Hingabe, aber keinesfalls Friede. Unterwerfung und Hingabe. Ich will Ihnen die Frage, Herr Hübsch, auch genauso stellen. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz. Entfernt euch von ihnen in den Schlafgemächern und schlagt sie. Klarer und eindeutiger kann man auf Gewalt nicht aufrufen. Doch, man kann... noch klarer als schlagt doch, sie? Man kann zum Beispiel, wie Herr Ulf Korte sagen, dass der Islam praktisch irgendwie doch gewalttätig sei. Das ist ein klarer Aufruf an die Muslime, die so verblendet sind, das zu glauben, das zu tun. Es steht im Koran, klar und deutlich, schlagt sie die Frauen. Herr Friedmann, wenn ich aus der Bibel irgendwelche Verse rausziehe, aus dem Zusammenhang reiße, andere Verse unberücksichtigt lasse, dann werde ich gescholten, als jemand, der keine Ahnung hat von Theologie. Der Koran ist ein Buch, in dem drinsteht, ich habe Liebe und Zärtlichkeit zwischen euch gesetzt. Ich will das eine ja nicht mit dem anderen aufrechnen und trotzdem, ich bin ein lesender Mensch, ja, ich bin ein sehr einfacher Mensch, und wenn ich lese, dass wenn eine Frau dir widerspricht, dann schlag sie. Das steht doch nicht. Es steht, soll ich Sie noch mal vorlesen? Also, bitte, Herr Friedmann. Dieser Vers ist Ursache für Dutzende und Aberdutzende von Doktorarbeiten und aber ein normaler, durchschnittlicher Moslem liest keine Doktorarbeiten, sondern liest den Satz. Nein, der liest den gar nicht, weil er meistens Analphabet ist oder den Koran auf dem Schrank liegen hat und nicht reinguckt. Der Muslim, der wirklich eine Ahnung hat vom Koran, weiß, dass dieser Vers auf eine ganz bestimmte Situation zugeschnitten ist und nicht irgendwie generell eine Prügelerlaubnis ist. Herr Wolfgott, in der Bundesrepublik... Aber die Realität ist eine andere. Ich habe Gewalt im Islam gegenüber Frauen sehr stark. Ich habe ich gegen Gewalt in Deutschland gesehen. Natürlich. Aber was ich nicht habe, was ich übrigens in deutschen Zeitungen vermisse, ich habe gerade vor 2 Tagen in Frankreich ein Urteil gehabt, da ist ein Muslim verurteilt worden zu 30 Jahren Gefängnis, weil er seiner Frau die Augen ausgedrückt hat, unter Berufung auf den Koran, die Augen aus dem Kopf gedrückt hat, weil sie sich ihm im Bett einmal verweigert hat. Solche Dinge finde ich sehr viel häufiger. Aber sowas passiert doch auch bei Christen, dass ein Mann gewalttätig gegen seine Frau ist. Er begründet es nicht mit der Religion, aber die Gewalt. Er drückt ihr nicht die Augen aus. Nein, ich weiß, die Bibel ist im Fenster, das ist doch egal. Ich meine, das Problem ist, dass sie alles als Muslim bezeichnen, was irgendwie im Pass Muslim stehen hat. So kann man nicht vorgehen. Wir müssen begreifen, dass derjenige Muslim ist, der Frieden hat und Frieden verbreitet. Das ist die Definition der Muslim. Nein. Jeder, der sich bekennt, dass er Muslim ist, hat die freie Entscheidung getroffen und niemand bewertet, wer darf Muslim sein oder nicht. Herr Ulf Korte, in der Bundesrepublik Deutschland haben wir es geschafft, nach übrigens Jahrhunderten, das muss man auch deutlich sagen, dass Frauen gleichberechtigt mit Männern sind und denselben Wert haben. Im Koran steht, ich zitiere, das Zeugnis einer Frau ist vor Gericht nur die Hälfte der Aussage eines Mannes wert, also damit ist die Frau nur halb so viel wie der Mann wert. Ist der Islam im tiefsten Mittelalter stecken geblieben? Also in Teilen ganz bestimmt. Übrigens zu dem Beispiel, das Sie gerade erwähnt haben, dieses Beispiel können wir direkt auf die Bundesrepublik Deutschland beziehen. Wir hatten vor wenigen Wochen in Dortmund den Fall einer Schöffin. Einer Schöffin an einem Gericht, die abgezogen wurde, weil sie bei der Urteilsbegründung, weil sie bei der Rechtsfindung vor einem deutschen Gericht genau damit argumentiert hat. Sie hat die Stimme von Männern doppelt so stark bewertet, die Aussagen wie die von Frauen. Dann hat man sie abgezogen als Schöffin. Das heißt, wenn ich schon Muslime bei Gericht hinzuziehe in Deutschland und habe das als Ergebnis, wie kann das aber sein? Das darf nicht sein. Das sind Dummheiten, weil die Leute den Koran nicht verstehen. Aber es steht es kann doch nicht sein, dass jedes Wort anders interpretiert, als es steht. Bitte, es steht auch im Koran, dass die Zeugenaussage einer Frau genauso viel wert ist, wie die Zeugenaussage eines Mannes in Sura 4.
Das bezieht sich auf eine ganz bestimmte Situation, dass Frauen, die vor Gericht geladen werden, bisweilen durch irgendwelche Umstände verhindert sind. Und deswegen wie bitte denn? Das kapiere ich jetzt nicht, was Sie mir jetzt erzählen. Wenn sie schwanger ist beispielsweise. Und dann ist die Stimme halb so viel wert? Nein, eben nicht. Das steht da, dann soll die zweite ihr zur Hilfe kommen. Das heißt nicht, dass die Frau gehälftelt wird. Eine Frau. Warum soll eine zweite Frau jemanden zur Hilfe kommen? Eine Frau ist schwanger, geht vor Gericht und ihre Aussage ist so eindeutig wie eines Mannes, der einen dicken Bauch Genau das ist der Punkt. Die Aussage ist genauso viel wert. Aber wenn die Frau verhindert ist aus einem bestimmten Grund, so eine zweite Frau da. So steht es hier nicht. Es steht ausdrücklich. Nein, das ist der Originaltext. Das Zeugnis einer Frau ist vor Gericht nur die Hälfte des Aussagens. Nein, das ist kein Originaltext. Das ist absolut, ich kenne den Koran ein bisschen, glaube ich. Und das ist nicht der Originaltext. Gut, Herr Ulfgott, dann möchte ich. Über etwas reden, wo wir überhaupt keine Streitigkeiten in der Sache haben. In Deutschland darf ein Mann nur eine Frau haben. Auch das übrigens ist etwas, was zivilisatorisch Jahrhunderte gedauert hat. Im Koran steht, du darfst bis zu 4 Frauen haben. Was macht unser Staat? Er erlaubt Muslime, mehrere Frauen zu haben und sie in der Krankenversicherung mitzuversichern. Gibt es Sonderrechte für Muslime? Selbstverständlich. Die Polygamie ist übrigens bei der Ahmadiyya, von der Sie ja ein Repräsentant sind. Polygamie ist bei Ihnen ausdrücklich gestattet. Polygamie ist erlaubt. Und ich verstehe solche Sonderrechte nicht. Ich verstehe nicht. Ich bin seit 18 Jahren glücklich verheiratet mit einer Frau. Und ich verstehe nicht, dass deutschen Krankenkassen, Beitragszahlern immer mehr Lasten aufgebürdet werden und dass Muslime das Recht haben, bis zu 4 Frauen hier beitragsfrei mitzuversichern. Wie geht es den armen Freundinnen von Menschen, die verheiratet sind, von Männern, die verheiratet sind, die weder Krankenversicherung haben noch eine Absicherung, aber als zwei Frauen... Sind Sie für die Mehrehe? Wenn ein Mann Mehrehe braucht, aus bestimmten Gründen, warum nicht? Warum darf eine Frau dann nicht mehrere das Männer haben? Das ist die Sache der Frau. Wenn die Frau mehrere Männer heiraten will, wenn sie nicht muslimisch ist, kann sie das machen. Unser Staat, unser Grundgesetz und unser Recht spricht ausdrücklich die Bigamie bereits als eine strafbare Tat. Sie plädieren für eine Mehrehe, Sie verstoßen damit gegen das Gesetz. Ich verstoße genauso gegen das Gesetz wie beispielsweise Herr Bertelsmann oder Herr Sohnse oder Sohnse, die Millionen Männer, die eine zweite Frau haben, die eine Freundin haben, das Apartment bezahlen, alles bezahlen, mit Wissen der Ehefrau, sogar Rudi Carrell zum Beispiel. Die Fälle sind dutzendweise in den Zeitungen immer wieder geschrieben. Es ist einfach nur unverständlich gegenüber den armen Frauen, die Freundinnen nur sein dürfen und nicht abgesichert sind. Warum beugen wir uns der Kirche, die uns dies aufgebürdet hat? Das heißt, dass Sie plädieren dafür, dass die Polygamie offiziell eingeführt wird, dass alle Frauen so abgesichert werden in der Bundesrepublik Deutschland. Ich plädiere nicht für die Einführung der Polygamie, ich plädiere dafür, dass diese Trennung zwischen Staat und Politik, zwischen Staat und Kirche durchgeführt wird. Und dass die Frage der Ehe nicht mehr kirchlicherseits geregelt wird, sondern so wie die Menschen es wollen. Da gibt es ja auch eine interessante Abgeordnete. Ich komme nochmal drauf zurück, damit wir da jetzt nicht wieder wegrutschen. Das deutsche Recht verbietet die Eheschließung mit zwei Frauen. Sie sagen, von mir aus sollen Männer oder Frauen mit mehreren Ehegatten verheiratet werden können. Das ist eine Aussage, die deutlich gegen das deutsche Recht verstößt. Aber was hat vor einigen Jahren gegen das Gesetz verstoßen, wenn man gesagt hat, Frauen an nichts gewähre? Also das Grundgesetz wird doch alle paar Jahre lang geändert. In solch einer kleinen Sache ist das nicht kein Gesetzesverstoß, sondern meine freie Meinung, dass ich der Meinung bin, dass die Gängelung in moralischen Instanzen nicht eine Sache des Staates ist. Ja, aber wir haben hier Sonderrechte für Muslime, eindeutig. Die haben wir für andere Bevölkerungsgruppen nicht. Ich kann doch nicht eine zweite Frau heiraten. Sie können? Ich kann doch nicht eine zweite Frau heiraten. Wieso können Sie keine... Ja, weil er die Eheschließung nicht bekommt. Er muss im Ausland heiraten. Ja, Sie können im Ausland heiraten und können die Frauen dann hierher holen. Sie können und der deutsche Staat würde dann die Krankenversicherung akzeptieren. Im Übrigen hat die evangelische Kirche dem Prinzen eines Kaisers in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts, die Zweitehe gestattet mit einer Sondererlaubnis. Des 19. Jahrhunderts? Ja. Sind wir uns darüber bewusst, dass wir bewusst im 20. Jahrhundert gab es doch
ernsthaft Millionenauflage von Büchern, ernsthaft Millionenauflage, die Ehen zu dritt programmiert haben. Also ich finde es einfach peinlich, wie diese Sexualitätsfrage hier reingespielt wird, als ob es schändlich sei, wenn ein Mann, der wirklich aus bestimmten Gründen eine zweite Frau heiratet, nicht darf. Letztendlich geht es doch um die Frage, wer passt sich eigentlich wem an? Und in dieser Diskussion hatten wir es auch. Nicht anpassen. Der Islam uns oder wir dem Islam. Nein, gar nicht anpassen. Wir haben Sonderrechte für Muslime. Sonderrechte, wir haben Sonderrechte für Juden. Juden dürfen schächten. Ja, das Muslime ist dürfen aufschächten. Muslime dürfen großen schächten. Großen Schwierigkeiten. Jetzt sind wir bei einem interessanten Punkt. Wir sind deshalb bei einem interessanten Punkt. Selbstverständlich dürfen Juden hier schächten. Aber was Juden hier in Deutschland nicht machen, ist zu hunderten Tonnen wöchentlich geschächtetes Fleisch aus EU-Staaten hierher einführen, das verkaufen in Dönerläden etwa. Fleisch, wo die Tiere bei vollem Bewusstsein ausbluten bis zur letzten Sekunde und dieses Fleisch wird hier als Halalfleisch verkauft. Ich habe mir Schächtungen angeschaut, wie die Tiere leiden. Die Tiere leiden überhaupt nicht, weil das weiß jeder Wissenschaftler, dass eine Sekunde der Hals getrennt ist. Warum zappeln sie dann und versuchen bis zur letzten Sekunde zum Ausgang? Weil es die Nervenzuckungen sind, das Tier selbst ist tot, es kann nicht mehr atmen, der Herzstillstand ist eingetreten. Also bevor wir über Tiere weiterreden, würde ich ganz gerne wieder zum Menschen zurückkommen. Jeder fünfte Moslem, der in Deutschland lebt, ist der Auffassung, dass das Grundgesetz mit dem Koran nicht vereinbar ist. Können Sie diesen Menschen als gläubiger Moslem, können Sie diese Menschen verstehen? Also die Verfassung ist mit dem Koran alles und allem in Einklang. Was das naja, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, wo denn nicht? Doch, die Gleichberechtigung, der Koran sagt, ihr seid ihnen angewandt, sie sind euch angewandt, vollkommene Gleichwertigkeit. Ja? Eure Frauen sind nicht eure Dienerinnen, sondern eure Gefährtinnen. Also, wo nicht? Wo gibt es Konflikte zwischen Grundgesetz und Koran? Es gibt in Fragen des Eherechts, des Scheidungsrechts, es gibt in Fragen der Erbschaftsregelung gewisse Unstimmigkeiten. Gewisse Unstimmigkeiten ist gut. Ein Muslim darf nicht an einen Nicht-Muslim vererben beispielsweise. Ach, Entschuldigung. Sie haben jetzt bestimmte Fikr, also bestimmte juristische Sachen gelesen irgendwo und ich beziehe mich mal auf den Koran, wo durchaus drin steht, dass nahe Anverwandte und Nachbarn, das steht in Sura 5, so wie ich das im Kopf habe, erben dürfen, also an der Erbschaft teilhaben sollen. Also wir müssen nochmal begreifen, der Islam ist ein kompliziertes Gebilde. Es gibt viele verschiedene Rechtsschulen. Und jeder kann sich das rauspicken, was ihm gefällt. Nein, man gehört einer Gruppe an, man gehört einer Gemeinde an, so wie man Parteien angehört und die haben bestimmte Grundaussagen. Herr Ulfkoppe, muss das christliche Deutschland nicht lernen, dass sich die Zeiten geändert haben und der Islam die gleichen Stellenwerte in Deutschland hat, wie beispielsweise die christliche Religion? Na, eine wunderbare Frage. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, wir haben Hindus hier in Europa. Wir haben eine ganze Reihe von Hindus. Für Hindus sind Kühe heilig. Hindus betrachten diejenigen als Mörder, die Kühe töten. Käme ein Hindu auf die Idee und würde sagen, ihr hört jetzt in Europa sofort auf, Kühe zu schlachten, das beleidigt meine Religion. Wir würden uns an den Kopf fassen, würden sagen, keinesfalls. Das heißt, Ihre Frage, müssen wir nicht akzeptieren, dass wir bestimmte Vorstellungen aufnehmen, nur weil immer mehr Muslime hier leben, kann ich sagen, nein, keinesfalls. Aber warum sollen denn die Muslime unsere Vorstellungen übernehmen müssen? Warum sollen Muslime unsere Vorstellung annehmen müssen? Weil wir hier einen christlich-jüdisch geprägten, griechisch-römisch geprägten Kulturraum haben, an den sich diejenigen, die hierher kommen, anzupassen haben. Ich bin hierher gekommen, ich lebe hier. Ja, ist ja wunderbar. Ich bin deutschstämmig, ich habe sehr berühmte Vorfahren, ich bin seit Jahrhunderten in Deutschland. Also ich bin Muslim geworden, aus bestimmten Gründen. Und warum darf ich in meiner Religion nicht leben? Gibt es keine Religionsfreiheit? Selbstverständlich gibt es Religionsfreiheit, aber diese hat Grenzen an der Nase des anderen. Das heißt, wenn ich in ein Schwimmbad gehe und dieses Schwimmbad ist geschlossen, weil gerade nur Badetag nur für Muslime ist, da hört die Grenze nach meinem Verständnis auf. Sie hört dort auf beispielsweise. Man kann ja vielleicht ein zweites bauen, so arm sind wir ja nicht. Ja, aber warum soll man? Weil Frauen beispielsweise sehr eigen reagieren, wenn Männer sie beglassen. Dann muss eine eigene Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft, ja, wenn sie das so sieht, für sich selbst ein Schwimmbad bauen. Aber wenn das Schwimmbad allen gehört, ja, dann warum dann soll das so stattfinden? Es gibt, weil es emanzipierte deutsche Frauen gibt, die mit Islam nichts am Hut haben, die auch ihre eigenen Schwimmbrunnen drehen. Ist die deutsche christliche Gesellschaft nach Ihrer Meinung degeneriert?
toleriert und hat die wichtigen ethischen Werte aufgegeben? Nein, aufgegeben ist zu kurz, aber es gibt einen Verfall extremen Maßes. Wenn man Babys aus dem Kühlschrank, in den Kühlschrank steckt oder aus dem Fenster wirft, also das ist wie vor islamischer Zeit in Arabien. Ist das die Regel oder die Ausnahme? Nein, aber genauso wenig ist die Regel, dass Muslime das tun, was in der Zeitung dann rückt, ein frommer Muslim hat seine Tochter ermordet, weil sie Jeans trug. Also dann sage ich mir, was für ein frommer Muslim ist ein Verrückter. Selbst alles Schwarze behauptet, dass wir uns dem Islam immer mehr anpassen und sogar das Rechtssystem von islamischen und islamistischen Kräften unterwandert sei. Leidet alles Schwarze unter Verfolgungswahn? Also ich würde gerne mal wieder mit Annette Schwarzer diskutieren. Sie ist, glaube ich, ein bisschen sehr eigen, ja, um nicht zu sagen, ein bisschen extrem. Warum? Weil sie die Diskussion mit Leuten, die wirklich was zu sagen haben und fundiert reagieren und nicht nur hasserfüllt böllern, verweigert. Tatsache ist aber, dass sehr viele Muslime, nicht alle, nicht die Mehrheit, aber doch sehr viele, in einer eigenen Parallelgesellschaft ein Leben führen, das mit dem, was diese Bundesrepublik Deutschland darstellt, nichts mehr zu tun hat. Ja, das tun aber auch die Schürzenjäger und die Schürzenjäger auch und die Gruftis und die Beatniks. Also es gibt so viele Parallelgesellschaften in Deutschland. Wir haben hunderte von Parallelgesellschaften. Ich stimme Ihnen zu, dass wir ein riesiges Integrationsproblem haben, was hausgemacht ist. Weil man in den 60er Jahren beispielsweise den Arbeitern nicht gesagt hat, ihr geht jetzt zu Opel und Opel finanziert euch eine Stunde Deutschunterricht vor dem regulären Arbeiten. Aber es liegt doch nicht nur am Deutschunterricht, wenn ich sehe, beispielsweise. Da fängst du aber an. Ja, ja, aber wir hatten jahrelang Zeit dafür. Man hatte jahrelang Zeit, Deutsch zu lernen. Du hast nicht gemacht. Sie können nicht von einem Analphabeten aus Anatolien, der hierher gehört. Der kann doch Deutsch lernen, es gibt doch auch einen. Ja, der geht doch alleine in die Volkshochschule, ja. Er muss nicht in die Volkshochschule gehen, er kann es zu Hause lernen. Ja, wie denn? Er kann es mit, wenn indem er keinen Fernseher hat, einen Container lebt. Ja, indem er sich mit seinen Freunden unterhält, er hat genügend Schulkollegen. Aber nochmal zur Problematik Integration, die Sie gerade angesprochen haben. Wie sieht es denn aus, beispielsweise bei der Ahmadiyya? Bei Ihnen gibt es beispielsweise das, was wir nennen Zwangsheiraten. Arrangierte Ehen. Es gibt arrangierte Ehen. Ein großer Unterschied Ahmadiyya zwischen Zwangsheiraten. Ahmadiyya heiraten. Moment. Ja, Zwangsheirat bedeutet, dass ich... Sie arrangieren. Das ist auch ein Unterschied. Die müssen differenzieren lernen, Herr Uskotte. Zwangsheirat ist, wenn jemand gezwungen wird und arrangierte Ehe ist, wenn sich zwei Menschen treffen im Familienkreise und man redet miteinander und diskutiert das und betet viel und dann kommt man zu einer Entscheidung. Und die Mädchen, ohne, was haben die dann zu sagen? Was haben die Mädchen zu sagen, ja oder nein? Beide Seiten selbstverständlich doch. Wie alt dürfen die sein? Herr Ulfgott, spielen wir nicht bei dem Thema Islam. Auch das, was wir jetzt gerade diskutieren, Verschwörungstheorien, Angst vor Überfremdung und Verfolgungswahn, spielen diese Dinge nicht eher eine große Rolle als die Vernunft und das Vernünftige mit Gespräch miteinander? Also ich glaube hier nicht an Verschwörungstheorien, wenn ich höre, dass in immer mehr Metzgereien junge Muslime hineinkommen und sagen, hier, dieses ist ein Wohngebiet, wo überwiegend Muslime leben, ihr dürft hier kein Schweinefleisch verkaufen und spucken auf das Schweinefleisch und versuchen Metzger so zu zwingen, Schweinefleisch aus dem Angebot zu nehmen, wenn immer mehr Polizisten oder Ordnungsämter dazu anhalten, ihre Mitarbeiter dort, wo überwiegend Muslime leben, diese Ordnungswidrigkeiten nicht mehr zu ahnden, die Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, dann geben wir waren am Anfang am Rechtssystem, dann geben wir Teile unseres Rechtssystems auf. Wir versuchen, einen vorauseilenden Gehorsam dem Islam gegenüber zu entwickeln, der unserer Kultur, unserer christlich-jüdischen Kultur fremd ist. Das muss nicht sein. Angefangen, wenn British Airways ihre Heckflossen von den Flugzeugen umlackiert, wo früher die britische Flagge drauf war, da sagt man jetzt, oh Gott, um Himmels Willen, die könnte den Islam beleidigen, weil da ist ein rotes Kreuz auf weißem Grund auf der britischen Flagge. Wir haben tausend Dinge. Nehmen wir die Sparschweine. Sparschweine für mich als Kind waren etwas Normales in deutschen Banken und Sparkassen. Von Großbritannien hin bis nach Süditalien werden Sparschweine überall bei den Banken rausgenommen, nur im vorauseilenden Gehorsam, weil man sagt, das könnte den Islam beleidigen. Wir selbst tragen natürlich einen Großteil dazu bei, zu dieser Entwicklung, aber das muss doch nicht sein. Ist ein bisschen sehr viel Panikmache. Es ist die Realität. Na, Ihre Realität vielleicht mit der selektiven Wahrnehmung, aber ich lebe ja auch in Deutschland, ich nehme auch sehr viel wahr, nicht nur über die Medien, auch indem ich spazieren gehe und auch in Metzgereien reingehe oder so. Es ist alles nicht so, wie Sie das also hochpulvern. Die Realität ist, man hat in Deutschland sehr gut zusammengelebt und dann trat durch 2001 plötzlich eine riesige Welle der Aggressionen ein, die Muslime mit ihrem
Unverständnis gegenüber den Versen des Korans, die vom Dschihad sprechen, haben sich gespalten in die Militanten und denkenden Militanten und in diejenigen, die friedfertig sind. Und wir sind immer noch in der Situation, dass der Islam nicht gefestigt ist. Ich werfe Muslimen doch nicht pauschal vor, Terroristen zu sein. Nein, absolut. Aber sie werfen den Muslimen Intoleranz vor und dass die Deutschen kuschen würden. Und das ist einfach nicht der Fall. Das ist Bildtag. Und selbst wenn die Deutschen kuschen, das ist nicht die Schuld und das Problem der Muslime. Wir sind hier in Berlin. Wir sind gerade hier in einer Stadt wie Berlin, in der Bundeshauptstadt. Wenn ich im Tagesspiegel in Berlin lese, es gibt zwei Berliner Schulen. Unwidersprochen steht es dort. Getrennte Eingänge. Auf der einen Seite für Juden und Christen, Schüler. Auf der anderen Seite für arabischstämmige und türkischstämmige Schüler. Das ist nicht hochpushen. Da muss ich sagen, da müsste ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen. Aber Schuld ist doch diese Schule und nicht die Muslime. Fragen Sie mal, warum macht die Schule das? Weil es die muslimischen Schüler sind, die es eingeführt haben. Fragen Sie nochmal nach den Ursachen. Sie kommen hier und sagen, ist alles ganz schlimm. Und die fragen nicht danach, wie ist das gebaut worden, dieses System, diese Intoleranz, diese Feindschaft, diese Apathie. Wie kommt es, dass bis zu 80-90% der Jugendgangs, der kriminellen Jugendgangs, hier aus Muslimen bestehen in Berlin? Es sind nicht christlich, es sind nicht jüdische, also Herr Ulf Kotte, Moment mal, also einen Augenblick. Wenn Sie so ein Beispiel auch jetzt anwählen, also Rechtsradikale spielen auch auf einer Klaviatur, die Moslems haben zu viel Rechte, wir sind nicht mehr Herr im eigenen Land, wir fühlen uns hier nicht mehr zu Hause, die Jugend Kriminalität unter Ausländern und Moslems ist enorm. Haben Sie nicht Angst, dass Sie mit denen in einen Topf geworfen werden? Nein, überhaupt nicht, weil ich merke, dass diese Themen von den etablierten Parteien nicht aufgegriffen werden. Wenn diese Themen nicht aufgegriffen werden, passiert genau das, was Sie gerade angesprochen haben, dass Bürger die klassischen Parteien nicht wählen. Wir sehen es doch an den Wahlergebnissen. Entweder es wird nicht gewählt oder es wird dieser braune Sumpf gewählt, NPD und Ähnliches. Solche Dinge möchte ich nicht. Und jetzt soll man Sie wählen. Sie wollen ja eine Partei gründen. Ja, aber ich will nicht selbst antreten, keinesfalls. Aber Sie wollen eine Partei gründen. Wir wollen eine Partei gründen. Werden Sie schon in Hamburg Wir werden in Hamburg im Frühjahr 2008 antreten mit einer Partei, die sich auch gegen die schleichende Islamisierung Europas wendet. Ganz eindeutig. Es geht nicht nur um Deutschland, es geht um ganz Europa. Und warum nicht die Möglichkeit, dass man voneinander lernt? Na, ich lerne gern von anderen. Ich bin ja offen, ich bin auch weltoffen. Ich habe in der muslimischen Aber Welt Aber was gelebt. Lernen Sie denn beispielsweise vom christlich-jüdischen Dialog? Die meisten Muslime sind weltweit anti-jüdisch, anti-israelisch. Mhm. Es gibt Aggression ohne Ende. Wo lernen Sie eigentlich? Also ich bin nicht jeder. Und ich habe mit diesen Kollegen, sage ich mal, die das tun, was Sie gerade gesagt haben, nichts am Hut, aber auch gar nichts. Wahrscheinlich, aber wo gibt es den Aufschrei derjenigen, die nichts am Hut haben? Wo demonstrieren Sie gegen leider diese nicht in den Tendenzen. Medien, es sei denn hier in der Sendung, den Aufschrei gibt es, aber er wird nicht gemacht. Sie können jeden Tag auf die Straße gehen, dieses Recht gehört jedem zu. Muslime könnten jeden Tag demonstrieren gegen Fanatiker und Islamisten, wie andere Menschen auch. Wir haben auch das gemacht, aber jeder hat auch seinen Stil. Und wenn wir mit Veranstaltungen, mit Presseerklärungen, mit Büchern und so weiter an die Öffentlichkeit treten, wie werden wir dann zurechtgestutzt? Wie werden wir dann von den Medien behandelt oder auch von der Öffentlichkeit? Ich kann jetzt auch mal eine Litanei loswerden, ich tue es nicht. Aber wenn Sie wüssten, wie ich beleidigende, das ist nicht eine Kleinigkeit beleidigend, also ich lasse mich nicht beleidigen, aber wie saumäßig ich E-Mails kriege von Leuten, die Islamhasser sind, die nichts weiter im Kopf haben, als einfach einen Kopf kürzer im Grunde genommen. Gut, aber dann stellen wir mal eine rationale Frage. In islamischen Ländern dürfen Christen nicht mal mit der Bibel einreisen, geschweige denn in die Türkei kann man mit der Bibel einreisen, nach Saudi-Arabien nicht. Saudi-Arabien ist ein diktatorisches Regime. Aber es ist egal, ob ein diktatorisches Regime, selbst in der Türkei, was ja keine Diktatur ist, dürfen christliche Kirchen kaum gebaut werden, anders als in Deutschland. Da können überall Moscheen gebaut werden. Ja, aber was regen Sie sich eigentlich in Deutschland auf? Ich reg mich im Moment gar nicht auf. In den Emiraten gibt es riesige Kirchen. In Pakistan haben wir als Ahmadiyya-Gemeinde den Christen Land zur Verfügung gestellt, damit sie Kirchen bauen können. Und trotzdem ist das die Ausnahme. Christen dürfen in diesen islamischen Ländern ihre Religion nicht leben. Darf ich noch einen Nachsatz dazu noch sagen? Ich kann doch als Muslim meine Religion nicht leben. In Deutschland? In Deutschland. Sie können Moscheen haben, Sie können... Die Macht gehört denjenigen, die die Produktionsmittel haben. Das ist ein sehr wahrer Satz. Was hat das jetzt mit Ihrer Moschee zu tun? Moment, ich kann mich in der Moschee verkriechen. Ja? Aber wenn ich meine Meinung sagen will, dann brauche ich ein Medium dazu. Sie können Ihre Religion in Deutschland doch frei leben, oder nicht? Genau, ich kann sagen... Ein Christ kann in Pakistan nicht unbehelligt Christ sein. Kirchen sind kaum da. Gegen die Pauschalisierung wehre ich mich. Es geht nicht. Übrigens,
Genug in Pakistan gewesen. Sie dürfen an Bord von British Midland, einer europäischen, britischen Fluggesellschaft, an Bord von British Midland, dürfen Sie übrigens keine Bibel mehr lesen, wenn Sie in Richtung Nahost fliegen. Wenn Sie in ein Land wie Saudi-Arabien fliegen. Fanatismus. Das ist eine westliche Fluggesellschaft. Ja, ich dachte, die sind auch Fanatiker. Fanatismus hat also sehr viele Spielarten. Dass in diesen sogenannten islamischen Ländern so viel faul ist, dass man also nur noch kotzen kann, ist wahr. Aber das heißt nicht, dass der Islam so ist. Gut, dann reden wir, Herr Ulf Kotte, doch noch mal einen Augenblick über in Deutschland. Also wenn in Deutschland eine Nonne ihren Kopf bedeckt, findet das jeder normal. Kaum sieht man eine islamische Frau mit einem Kopftuch, regt sich jeder darüber auf. Was für eine Doppelmoral. Aber selbstverständlich, Sie haben recht. Was für eine Doppelmoral, muss ich auch sagen. Meine Großmutter hat bis zu ihrem Tod ein Kopftuch getragen. Ich finde es völlig normal. Es wird auch akzeptiert. Ein wunderbares Beispiel. Wissen Sie warum? Wir haben gerade in Belgien ein 15 Jahre altes Mädchen, die hat Krebs, die hat einen Tumor im Kopf, die braucht ein neues Passbild. Dieses Passbild kriegt sie nicht, weil sie ein Kopftuch trägt. Sie ist Christin. Eine Muslima allerdings in Belgien darf ein Kopftuch auf dem Passbild tragen. Wiederum Sonderrechte für Muslime, gleiches Recht für alle. Aber Herr Ulf, wenn diese kleine, schwerkranke Frau, dieses Mädchen mit dem entsprechenden Anwalt zu der Behörde geht, die kriegt das macht sie gerade. Das macht sie gerade. Also, das dauert Jahre. Eine Panik machen. Aber können Sie verstehen, Herr Hübsch, dass in einem modernen Staat wie Deutschland, in dem wir wiederum Jahrhunderte gekämpft haben, dass Religion und Staat getrennt wird. Halt. Übrigens wie nicht, in der Türkei, halt aus Schulen und öffentlichen Gebäuden das Kopftuch draußen bleiben muss. Das Kopftuch hat mit religiöser Propaganda nichts zu tun, sondern dient der Kreuzer der Frau. Und trotzdem können Sie nicht verstehen, dass man sagt, in einer weltlichen Gesellschaft hat, ob so oder anders begründet, ein Kopftuch nichts zu suchen. Doch, die weltliche Gesellschaft ist ja gerade mit ihren Verführungsmechanismen dabei, eben sehr viel Unsinn anzurichten. Und da haben die Mädchen, die sich dagegen wehren und sich abgrenzen wollen, ein gewisses Recht. Ein Kopftuch auf der Straße finde ich okay. Finde ich völlig normal. Ich würde keine Muslimin schief anschauen, weil sie auf der Straße ein Kopftuch trägt. Aber ein Kopftuch etwa als Beisitzerin bei Gericht, ein Kopftuch in der Schule, das ist für mich etwas anderes. Das darf Briten nicht sein. Die Briten sind uns ja weit voraus. Da gibt es sogar eine Schule in Leicester, die eröffnet wurde, wo das Tragen des Kopftuches für alle Mädchen zwingend vorgeschrieben ist. Auch für Nicht-Muslime. Ja, in Leicester, in der neue gestrigen Ausgabe steht drin, dass die Burka verboten ist in Großbritannien, dass es nicht mehr getragen werden darf. Aber man kann dort als Kassiererin An den Schulen darf die Burka, also ja, der Gesichtsschleier, nicht getragen werden, weil die Lehrer sagen, ich verstehe viele der Schülerinnen ist gar richtig, nicht. Bloß, abgesehen davon, dass die Menschen ins Gesicht schauen dürfen. Ja, ist ja richtig, das können sie ja auch. Ich habe ja nichts dagegen. Ich sage nur, wie ihr das einseitig immer auf diese Seite wälzt und dann auf die andere Seite bringt, dann ist plötzlich wieder was zum Wanken. Meine Frage ist, warum können wir nicht lernen voneinander und vor allem von denjenigen, die sich nicht so ungeheuer die Haare raufen, weil jemand den Kopf durchträgt? Herr Ulf Kotte, ist der Islam eine Bedrohung in Deutschland? Mittel- bis langfristig gesehen ganz bestimmt, weil solange wir davor kuschen, solange wir unsere Werte aufgeben, wenn wir unsere Werte hochhalten und ein Wertebewusstsein wieder entwickeln, kann der Islam für uns keine Bedrohung sein. Aber wenn wir das so tun, gibt es dramatische Konflikte. Selbstverständlich, weil ohne Werte eine Gesellschaft zusammenbricht und das erleben wir. Hier gibt es gemeinsame Werte zwischen Islam und Christentum? Oh, es gibt viele Werte, wo wir gemeinsam etwas tun können. Wir können gleich hier draußen sofort auf die Straße gehen, was ich entsetzlich finde. Wir haben hier einen Kinderstrich in Berlin, wo keiner von links bis rechts, wer auch immer etwas tut. Ich meine mit gemeinsam tun, dass man dazu aufruft, bestimmte Verhaltensweisen, Zorn zu unterdrücken, nicht gleich Wutaufschreie loszulassen, einfach sich ein bisschen zügeln, ein bisschen sanftmütig, demütig werden. Also so etwas zum Beispiel. In diesem Sinne bedanke ich mich für dieses Gespräch, Herr Hübsch. Herzlichen Dank.